Das folgende Video wird euch präsentiert von Store and Charge, euren Experten für Ladezubehör. Moin zusammen, wir befinden uns hier am Tesla Delivery Center in Berlin. Parkhaus, unschwer zu erkennen. Hier ein netter Hinweis. Und bei mir ist der Uli. Und der Uli, der holt nämlich heute sein Model Y. Genau, der Uli hat ein Model Y bestellt und das ganz normale Standard Long Range ist das ja im Moment, ne? Genau so ist es, ja. Und ja, Uli, du fährst schon elektrisch? Ja, seit Mai mit Nextmove, mit einer Zoe. Ja, also schöne Grüße an den Stefan an dieser Stelle. Ja, bin sehr zufrieden und ja. Und dann hast jetzt du gesagt, jetzt bestelle ich mir mal ein Model Y. Es macht einfach nur Laune, mit damit zu fahren. Und das haben wir gesagt, bestellen wir das Model Y. Das hatten wir allerdings, wenn wir ehrlich sind, schon letztes Jahr gemacht. Ja. Und ja, nun kommen wir Gott sei Dank zu den Ersten. Ne? Aber ihr fahrt tatsächlich erst seit Mai jetzt rein elektrisch? Erst seit Mai rein elektrisch, okay. Ja, genau. Ja, dann müsst ihr erst mal den Verbrenner loswerden. Dann würde ich sagen, wir gehen das mal rein, gucken, wie das mit der Übergabe klappt. Und ja, ja, ab ins Abenteuer Tesla. So ist es. Uli, du weißt jetzt, wo dein Auto steht? Ja. Und? Ich. 20? 2002. Wir sind bei 2089, das ist noch ein weiter Weg. Bist du nervös? Ja, kann man sagen. Also so ein bisschen. Ich meine, wer es von euch nicht weiß, der Uli, der ist wie alt? 63? 63. 63. Ja. Mit 63 holt er sich jetzt seinen Tesla hier ab und ist 2002 etwas nervös. Ja, ich glaube, das ist der letzte in der Reihe. Ja. Also, wir müssen ganz nach hinten durch und dann sehen wir gleich das Fahrzeug. Ich hoffe nicht, dass es das letzte ist. So, mein Lieber, das ist er. Und, erster Eindruck? Ja, schön. Schön? Schön, ja. Ja, Farbe grau-schwarz ist natürlich, ja. Hat deine Frau ausgesucht, oder? Nein, ja, auch. Ja, ja, vor, ja, eigentlich, ja, beide. Nee, aber stimmig. Ja, wir hatten überlegt, entweder blau oder grau. Es ist grau geworden, ja. Ja, sieht gut aus. Also was gleich auffällt, wie hoch die Dachlinie eigentlich ist im Gegensatz zu der Model 3. Ne? Ist ja der Wahnsinn. Ja, altersgerecht. Ja, es muss etwas höher sein. Denn, ja, tatsächlich. Ne? Ich sehe es ja an meiner Mutter, wenn wir mit der Zoe fahren, mit 86, das ist schon echt schwierig, rein zu bekommen nicht, aber das raus. Ja. Ja, und insofern sind wir eigentlich ganz froh. Ja. So, im Prinzip, wie geht's weiter? Jetzt kommt gleich der Experte und dann deine App, die App hast du runtergeladen. Die App ist runtergeladen, die habe ich schon längere Zeit auf meinem Handy. Ich habe immer gedacht, dass man die schon vorher irgendwie konfigurieren kann. Aber ging natürlich nicht. Und ja, jetzt geht's los. Ja. Es geht los, es geht los. Das Abenteuer Tesla startet. Das Abenteuer Tesla startet und ist ja nur jetzt erstmal für anderthalb Wochen. Und dann kommt das Auto ja auch zu einem Bekannten von dir. Ja, Michael, du darfst dich freuen. Das ist dein nächstes Testobjekt. Aber vorher werfe ich da nochmal einen genauen Blick drauf. Den Q-Check zu diesem Fahrzeug, den seht ihr in einem der nächsten Videos. Ja, genau.
Ja, dann ist ja hoffentlich genauso, wie wir es uns vorgestellt haben. Genauso hoffe ich das auch. China ist eigentlich ein guter Markt und die bauen die Autos eigentlich recht gut zusammen. Da bin ich sehr optimistisch, aber das gucken wir uns in Ruhe nachher an. Genau. Und gut, ich meine, wir waren alle der Hoffnung, dass wir schon die Fahrzeuge aus Grünheide bekommen und dann mit den ganz neuen Akkus, aber das wird noch okay. Alles gut. Wie es ist. Du, so ganz nebenbei erzählt mir jetzt eben der Uli, dass seine Frau einen ganz exklusiven Geschmack hat. Und der Wagen geht ja zum Michael Scharnberg, zu Jürs. Und was habt ihr vor? Ja, meine Frau hätte gerne PCP-Beschichtung in Matt. Ob nun nur ganz leichtes Matt, aber auf jeden Fall soll er matt werden. So, das heißt, dieses Fahrzeug bekommt eine PCP-Beschichtung. Das habt ihr vielleicht in dem Video von Michael auch gesehen. Dann wird der matt sein, was dann mega zu den Felgen natürlich passt und finde ich eine ganz geile Idee. Also das muss der Michael bitte auf jeden Fall auch auf Video festhalten. Michael, da zähle ich auf dich, weil das interessiert mich dann ja richtig. Also da müssen wir uns den danach auch nochmal gerne angucken. Also das finde ich eine richtig geile Geschichte. Und das war, bevor er sein Model S hat neu umgestaltet. Ja. Also das war schon von vornherein so gedacht und geplant. Ja, mega cool. Also finde ich wirklich richtig cool. Und jetzt warten wir im Prinzip, also Nummernschilder sind dran, haben wir eben schon gesehen. Ja. Und jetzt warten wir im Prinzip nur auf den Instruktor, der dann die Einweisung macht im Fahrzeug und so ein bisschen das Fahrzeug erklärt. Ne? Genau, so ist es. Super. So, also als erstes wird jetzt einmal deine Karte ausgepackt. Die brauchst du, wenn du den. Ja, wenn das Handy leer ist, ne? Ja. Maske frei und aufbeißen. Ja, aber das geht's ja nicht. Nee, ich krieg's nicht auf. Ich sehe auch nichts. Siehste, nicht verzagen, Elke fragen. Genau so ist es. Wozu hat man eine Frau, ne? Ja, eben. Die sind da einfach geschickt, du musst mal sagen. Auf jeden Fall. Das muss man ja zuständig sein. So, da ist jetzt die Karte drin, die musst du mir eben rausholen, ne, dass du da eine rausnimmst. Ja. Und dann musst du sie mal eben da im Prinzip zwischen Becherhalter und Armlehne legen. Nee, lass mal den Armlehne zu. So, und da, guck mal. Ist das hier richtig? Siehst du, guck. Jetzt sagt er dir, was du machen musst. Ja, ich hab's ja da hingelegt. Und Bremse, du musst die Bremse auch treten. Ach so. So, siehst du? Und jetzt bist du nämlich schon fahrbereit. Aha. Na? Ah ja. So, jetzt kannst du das Lenkrad natürlich noch einstellen, die Einstellung und so weiter. Das musst du dann aber über das Menü machen. Wo ist das hier irgendwo? Du bist ja hier. Ah. So, und jetzt musst du auf die, guck mal, da unten hast du da anpassen zum Beispiel. Ah nee, das ist ja, du bist ja im Audio-Menü drin gerade. Musst du ja hier auf Auto gehen, so. Ah, ja. Und jetzt hast du hier die vielen Einstellungsmöglichkeiten. Ja. Unter anderem kannst du da die Spiegel einstellen, das Lenkrad einstellen. Mhm. Und das machst du jetzt hier mit den Tasten, stellst du das Lenkrad ein. Ach so. Genau. Ah, ja, jetzt die linke Seite, alles klar, ja. Genau. Ich denke erstmal,
das erste. Ja, ich denke, das lassen wir erstmal so. Und kannst jetzt? Du da oben, ja, kannst du oben auf X, dann beendest das Ganze wieder. Ah ja, also von den Spiegeln nachher noch, ja. Und dann kannst du spiegeln, warte mal, mach mal hier mal die Scheiben runter, damit ich weiter mit dir reden kann. Genau so. So. Links. Ja, ich gehe mal. Ja. Siehst du? Ja, wunderbar. Geht. Sehr schön. Ja, und da auch nochmal. Ach so, ja, ist der. So, und jetzt hier rechts. Ah ja, wunderbar. Einklappen der Spiegel, Auto absenken, das ist auch gut. Auto absenken ist ganz gut, das hast du halt Einparken. Beim Einparken, damit du deine Felgen nicht killst. Ne? Genau, genau. Und um die wäre es ja sehr schade. So. Ja, ja, und alles andere, das siehst du dann, ja genau. Ja, Innenspiegel musst du tatsächlich noch manuell machen. Ja. Doch. Ja, das tatsächlich. Ist ja irre. Mercedes hat mal bei einer alten S-Klasse das auch mit Elektronik versucht. Da haben die Kunden aber so viel dran rumgespielt, dass die Motoren schnell kaputt waren und dementsprechend haben sie es dann wieder gelassen. Also ist nicht immer die Idee, alles elektronisch zu machen, die beste. Nee, prima. Also, okay, ja. Ja, sitzt sich gut. Also, ich wollte gerade fragen, Elke, was denkst du? Ist dein erster Eindruck? Sehr schön, sehr schön, ja, wunderbar. Hast du denn so richtig schön, ist richtig schön bequem. Hast du den Sitz schon eingestellt, rechts an der Seite? Nee, brauche ich nicht. Ist eigentlich gut. Ist gut. Das Auto ist für Sie scheinbar nur. Happy Wife, Happy Life. Ja, schön. Ja, ja, Uli, was ist dein erster Eindruck? Ja, überwältigend. Ja, tatsächlich, ne? Mit einem Wort zu sagen, überwältigend, ja. Ja. Also ich bin tatsächlich echt überrascht. Also ich finde das Glasdach natürlich mega, ne? Muss man ja sagen. Ich bin ja ein ganz großer Fan von diesen riesigen Glasdächern ohne B-Säule oder so. Das ist ja der Wahnsinn. Mhm. Ja. Na gut, nach hinten ist natürlich, etwas wenig. Schießscharte. Ja, Schießscharte, genau. Ja, was ich ganz schön finde, du hast natürlich auch schon die Holzverkleidung, die dann hier weiterläuft in dieser Quermaserung, ne? Also dass das in der Maserungsrichtung ist. Soll aber wahrscheinlich auch nicht so bleiben. Ja, es ist aber hier schon. Ich verstehe das völlig. Ich verstehe es völlig. Es, es sieht natürlich schon ein bisschen kompletter aus. Genau, ne? Und vor allen Dingen haben sie ja die Maserung jetzt in der gleichen Richtung jetzt hier. Das ist natürlich auch was Schönes. Sie lassen es auslaufen, sodass es also wirklich ein bisschen. Ja, es sieht kompletter einfach aus. Ja, genau. Ne? Ich hole mal das Handschuhfach an. Ja, wie kommst du an das Handschuhfach? Tatsächlich da, Handschuhfach. Ah. Ja. Model 3, Model Y. Ja, ja. Und das ist tatsächlich ein Tuch zum Wischen des Monitors. Da hast du auch einen Modus für, dass du extra den Monitor mal eben einmal abwischen kannst, ohne dass du dich dann tausendmal irgendwas drückst. Ihr müsst eurem Tesla ja noch einen Namen geben, das wisst ihr, ne? Ja, den haben wir auch schon. Ja, wie wird es heißen? Midnight Shadow wird das werden. Midnight Shadow Midnight wird er heißen. Shadow? Ja, nicht Grey Shadow. Midnight Shadow. Wenn die Frau sagt, und wo jetzt, das jetzt ist es auf Video, jetzt wird er Midnight Shadow heißen. Alles andere macht jetzt gar keinen Sinn mehr, mein Lieber. Ja, okay. Und wo gibt man das dann ein? Oder, oben in der Mitte ist Profil. Erstmal hier raus, oben kannst du oben auf Profil drücken. Ach da, So, und jetzt kannst du Fahrerprofil einstellen. Genau. Aha, Fahrer hinzufügen, ja gut, das bin ja ich. Jetzt erstmal. Genau, das kannst du Uli machen. Und Profil erstellen. Spiegel, genau, das ist ja alles. Das ist schon, das übernimmt er jetzt. Ja, ja, genau. Okay. Kann sein, dass du das mal eben betätigen musst. Ja, ist ja in Ordnung. Nee. Lenkrad. Hast du ja auch gemacht. Hab ich auch gemacht, genau. Ja. Du kannst das wegdrücken. Aha, und jetzt könnte Elke auch noch. Was ist Easy Entry? Easy Entry, dann fährt er den Sitz beim Einsteigen und zurück und das Lenkrad ein bisschen nach oben. Das ist gut. Das ist bei meiner Figur mit Sicherheit so, nicht hier, falsch. Jetzt kannst du das Lenkrad im Profil, das Lenkrad, drückst mal drauf. So, und jetzt sagst du zum Beispiel, fahr das Lenkrad nach oben. So, und dann, genau, und jetzt, das war's schon. Ah ja. Das ist richtig cool, ja. Um mit den Worten meiner Töchter zu sprechen. Genau. Irre. Dann, Elke, dann nachher, wenn sie hier sitzt, dann selbe Prozedere. Ah ja. Okay. Aber das Midnight Shadow, weiß ich nicht, wo man das eigentlich... Ja, da fragst du mich jetzt auch was. Also musst du das ist wahrscheinlich dann auf der App oder so, ne? Ja, weiß ich gar nicht, ob es oder im Auto. Ja, es kann auch mal eine neue App, aber da bin ich leider... Ich äußere mich jetzt hier mal ganz offen hier. Ja. Kein Experte.
Ich habe noch nie einen Tesla eingerichtet. Ach so. Ne? Also insofern. Die fahren aber schon. Ja, klar. Aber die haben dann alle schon ihren Namen gehabt. Ja, nee, ist klar. Gut, okay. Ja. Gut. Gut. Also, ich sage jetzt erstmal für euch beide gute Fahrt. Dankeschön. Ja, danke schön. Schön, dass ich dabei sein durfte. Na und ja. Dann sehen wir uns im Q-Check wieder, würde ich sagen. Ne? Ja, genau okay, so machen wir das. Danke. Besten. Also, vielen herzlichen Dank erstmal. Ich danke euch. Also, viel Spaß und wir sehen uns später. Ja, danke. Bis dann. Why won't you wake up?